Habt ihr sonst noch Fragen? Nein. Die Frage ist nicht umsonst so vage formuliert. Ich möchte das in drei Teile teilen. Erst zeige ich euch ein wenig, was wirklich Realität ist, anhand von Bildern. Und zwar in den drei Bereichen: die Gewinnung der Rohstoffe, die Herstellung, also Produktion der Geräte und letztendlich auch die Verschrottung. Auch das ist ein sehr wichtiger Punkt. Im zweiten Teil ist wirklich dann das Ja etwas differenzierter. Insbesondere ist das Ja mit ein bisschen Aber versehen. Und das im dritten Teil, und das ist eigentlich irgendwie auch das Wichtigste, was können wir tun? Wir als Käufer, wir als Aktive, wir aber auch als Informatiker oder als Mitarbeiter bei Hersteller etc. Ja. So, ihr könnt euch jetzt zurücklehnen, es kommen eine Menge Bilder, die ich jetzt ohne Notizen versuche zu kommentieren. Dies ist ein Bild aus einem ziemlich guten Film, Blood in the Mobile. Ich habe die DVD hier. Da wird unter anderem von diesem Jungen berichtet, der in einer Zinnerzmine arbeitet. Dort ist unten in der Mine. Er ist angeblich 16 Jahre alt. Es ist in der Demokratischen Republik Kongo. Dort kommen einige Mineralien her, die wichtig für IT-Produkte sind. Wie gesagt, hier ist speziell Zinn nötig, wie ihr alle wisst, für Lötungen. Die Jungs sind mehrere Tage unten, weil es ewig dauert, da runter zu gehen. Sie wandern auch mehrere Tage überhaupt zur Arbeitsstelle, das heißt, wohnen tun sie woanders. Das sind Kinder, 16 Jahre, man sagt ab unter 18 Jahren als Kinder, sind Kinder, weil die Stollen so eng und so klein sind. Das Kritische im Kongo, habt ihr vielleicht schon gehört, schon öfter gehört, ist, dass dort ein Krieg herrscht, das ist im Ostkongo, die ganzen Minen, und verdienen an diesen Mineralien, an den Erzen, die gewonnen werden, tun Militärs. Das sind sowohl die Regierungstruppen als auch Milizen, also autonome Truppen. Sie stellen sich letztendlich irgendwo hin und nehmen, wie hier, einfach eine Gebühr, um weitergehen zu können, um wieder zurückgehen zu können. Das ist ein ganz einfaches Geschäftsmodell. Wer die Waffe hat, lässt einen nur durch, wenn er Geld lässt. Mit anderen Worten, sie lassen sich bestechen. Und genau dieser Aspekt war im Jahr 2000 groß von der UN berichtet worden, dass durch den Kauf der Erze der Bürgerkrieg finanziert wird. Die Geschichte kennt ihr vielleicht. Es wird auch ein Kampf um diese Erze bei den Minen geführt. Diese Patronenhülsen wurden an der Schlafstätte des Jungen gefunden. All das ist in diesem Videofilm gezeigt. Der Mensch, der den Film gemacht hat, ist wirklich mit in die Mine runtergegangen. Das ist ein ziemlich einmaliger Film deswegen. Ja, und die Mineralien rechts in den weißen Säcken werden dann per Flugzeug nach Ruanda oder Uganda geschmuggelt, weil keiner möchte aus dem Kongo Erze kaufen. Das heißt, es sind doch offiziell Mineralien aus den Nachbarländern. Uganda befriedet, Ruanda zumindest zum großen Teil befriedet. Ja, so kommt das Zinn unter anderem. Und Zinn ist sehr wichtig, Kongo ist sehr wichtig für die ganze Zinn, als Zinnquelle. Ihr kennt vielleicht noch Coltan, das ist für Tantal, für Elektrolytkondensatoren, auch aus dem Kongo. Aber dort ist Kongo eigentlich nur ein kleiner Teil. Man weiß es nicht genau. Wegen dieser Schmuggelgeschichten kann man gar nicht genau sagen, wie viel wirklich aus dem Kongo kommt. Die großen Coltan-Gebiete sind in der Tat in Australien, also eher unkritisch. Dies hier ist Wolfram. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, wozu man Wolfram braucht. Das ist für einen Vibrationsalarm im Handy oder Smartphone. Und zwar ist dies hier auch, das kann man in der ARD-Mediathek sehen, wurde, glaube ich, im Dezember sogar gezeigt. Dort wird gezeigt, aus Bolivien ein Wolfram-Abbaugebiet.
Dort ist Handarbeit angesagt. Frauen dürfen nicht in die Stollen, aber sortieren dann oben das Gestein aus, das von unten gefördert wurde, nach brauchbar und nicht brauchbar. Mit diesen Bildern hier aus Bolivien möchte ich zeigen, dass das Ganze doch auf sehr großer Armut fußt. Hier wohnt die Frau, die einen 12-Stunden-Tag hat, wohlgemerkt, mit ihren Kindern und ja, kriegt kaum Geld. Fair bedeutet eigentlich regelmäßiges, gutes Einkommen. Und das ist hier nicht der Fall in Bolivien, einerseits nicht regelmäßig. Wenn die Zwischenhändler andere Quellen auftun, dann geben sie ihre erste Quelle auf, eventuell. Sie sind also abhängig von Zwischenhändlern und zweitens bekommen sie so wenig Geld, trotz ihrer harten 12-Stunden-Schichten. So sieht das Dorf aus, die leben dort, die Menschen. Aber sie leben davon, dass wir Vibrationsalarm haben wollen, aber sie leben schlecht. Das ist der Punkt im Bereich des Fairen. Dies hier sind Fotos von einem Bericht von Amnesty International in Papua-Neuguinea. Auch diesen Aspekt gibt es im Bereich Rohstoffgewinnung, und das ist der letzte Punkt über Rohstoffgewinnung. Hier werden Menschen, indigene Völker, vertrieben, weil dort Gold gefunden wurde. Das Vertreiben findet einfach durch abbrennende Häuser statt, weil sie nicht von alleine gehen wollen. Das ist ihr Jahrhundert, Jahrtausend Jahre altes Gebiet, wo sie wohnen, ein großes Unternehmen, Bergbauunternehmen, möchte dort Gold gewinnen, und die Polizei des Staates Papua-Neuguinea hilft, diese Menschen dort zu vertreiben. Wenn man sich wehrt, dann gibt es Schläge, plump gesagt. Auch sowas deckt Amnesty International auf. Gold brauchen wir auch in Computern, wie ihr vielleicht wisst, für die etwas besseren Kontakte dort. In Chips ist Gold drin. Es ist alles keine großen Mengen, aber es gibt so viele Computer, allein in diesem Raum wird es Unmengen geben, dass die Menge dann doch sehr, sehr groß ist an Gold, die benötigt wird. Ja, das war zur Rohstoffgewinnung. Wie gesagt, ein paar Bilder möchte ich euch zeigen. Dies hier ist Fertigung von Microsoft-Tastaturen. Jeder dieser Personen muss 6 bestimmte Buchstaben reindrücken. Und zwar im Fließband. Sie haben diese 6 Buchstaben vor sich und machen das den ganzen Tag. Diesen einen Job. An dem Bild kann man 3 Sachen ganz gut zeigen. Das eine ist, Microsoft ist doch ein Softwarehersteller. Was ist das denn? Wir wissen, die machen ja nicht nur Tastaturen, Mäuse, sondern auch die Xbox und jetzt neuerdings ihr super tolles Gerät. Wie heißt es? Weiß ich es nicht. Herstellung findet bei Markenherstellern nicht, machen sie nicht, fast alle machen es nicht mehr selbst, sondern geben es einen Auftrag. Das sind die sogenannten Kontraktfertiger, also Vertragsfertiger, die das machen, weswegen Microsoft auch gar kein Problem hat, schnell mal Hardware anzubieten. Das ist das eine. Das zweite, was man hieran erkennt, warum wird das nicht von Maschinen gemacht? Sehr sonderbar, so eine stupide Arbeit. Der Grund ist, es gibt so viele verschiedene Kunden für diesen Kontrakthersteller, die alle ganz viele verschiedene Modelle haben, sodass man sich überlegt, dass das Neurüsten der Maschinen viel teurer wird als die Menschen, die viel flexibler sind, neue Aufgaben zu geben. Die Aufgaben wechseln vielleicht täglich, vielleicht wöchentlich. Es ist viel günstiger, Menschen dort einzusetzen als Roboter. Und der dritte Punkt ist die gesundheitliche Belastung, die ihr eventuell schon spüren könnt hier. Ja, das ist sehr typisch für Kontraktfertigung, diese 3 Punkte. Gesundheitliche Belastung, hier auch nochmal 2 Bilder links aus einem Bericht. Das ist alles übrigens, ich habe hier die Quellen immer angegeben, alles öffentlich einsehbar, sind Berichte von Nichtregierungsorganisationen, die eigentlich verbotenerweise aber dann doch Bilder machen konnten und das dokumentiert haben. Links sieht man Fertigungslinie HP, ich weiß jetzt nicht bei welchem Vertragsfertiger, aber der Kunde ist HP und die stehen den ganzen Tag von diesem vergleichsweise kleinen bis zu rechts. Samsung hat eine Menge Krebsfälle in ihren Chipwerken, verneint aber den Zusammenhang mit der Arbeit, aber inzwischen hat das sogar ein wissenschaftliches Journal aufgenommen, um die Daten, die Nichtregierungsorganisationen gesammelt haben,
ja, zu präsentieren und wissenschaftlich aufzubereiten. Inzwischen zahlt nicht Samsung, das ist ein bisschen kompliziert in Südkorea, aber die Regierung zahlt inzwischen den ersten Opfern auch Entschädigung. Es gibt aber inzwischen schon mehrere zig Tote in der Chip-Fabrikation von Samsung wegen ja, Krebs. Hier Foxconn, verschiedene Stellen von Foxconn, und zwar was sie verdienen. Es gibt in China ein Minimallohn im Gegensatz zu Deutschland. Gibt es das in China? Das ist regional verschieden. An den Küsten verdient man deutlich mehr als im Inneren des Landes. Foxconn zahlt mehr als diesen Lohn. Also 900, das ist ein Minimallohn, 950 Yuan heißt die Währung, zahlt Foxconn. Aber davon werden allein schon 470 fürs Essen ausgegeben, steht in der obersten Zahl. Und die vermutete, was man monatlich zum Leben in dieser Stadt braucht, liegt deutlich höher. Da wird eingerechnet, dass die Menschen wissen, was auch für ihre Freizeit haben wollen, dass sie eine Familie haben wollen, etc. Mit anderen Worten, die Arbeiter dort haben überhaupt keine Chance, sesshaft zu werden. Sie können auch keine Familie gründen. So, und das ist einfach durchgehend schon seit Jahren. Foxconn zahlt relativ gut, muss man dazu sagen. Foxconn ist ein sehr beliebter Arbeitgeber, zuverlässig und recht gut zahlend. Das ist ein bisschen verwirrend, weil das ist so eine Aufstellung, was so ein iPhone 5 kostet. Das hat jetzt nicht Apple gemacht, Apple würde es niemals verraten, aber es gibt hier iSupply, die das Gerät aufschrauben und auch abschätzen, wie viel denn das Zusammenbauen kostet. Und das rot eingerahmte ist von dem ganzen Gerät, das für 649 Dollar verkauft wird, das 16 Gigabyte Gerät, sind 8 Dollar die Produktionskosten, die letztendlich in China landen, bei zum Beispiel in diesem Fall wirklich Foxconn. Wenn man jetzt da 9 Dollar rausmachen würde und halt das Trinkgeld sozusagen weitergeben würden, würden die Leute dort schon einiges mehr verdienen. Arbeitszeiten, eine Tabelle aus einem anderen Kontraktfertiger, klassischerweise 12-Stunden-Schichten mit tagsüber 2 halbe Stunden Pausen, gibt einen 13-Stunden-Tag. Nachtschicht ist dann die Pause nicht mal drin, nur eine 10-Minuten-Pause. Nur so als Dokumentation, was so üblich ist und was vorgefunden wurde. Und außerhalb der Zeiten, wo die Leute arbeiten, brauchen sie auch noch, um von dem Heim, was sie gestellt bekommen, was sie meistens noch nehmen, weil sie das umsonst bekommen, zum Arbeitsplatz zu gelangen, verbringen sie auch noch viel Zeit. Und allmählich geht der Tag, ihr merkt schon, verloren. Also sie haben nicht sehr viel Freizeit. So ist, wie sie wohnen, das ist wieder der Kontaktfertiger, der die Microsoft-Tastaturen macht, wurde fotografiert. Privatsphäre kann man vergessen. Und der neueste, was in jüngster Zeit aufgedeckt wurde, hier wieder Samsung, ein Kontaktfertiger von Samsung, dass Schüler quasi rekrutiert werden, um ein Praktikum zu machen. Die haben allerdings auch die 12-Stunden-Schichten und auch Nachtschicht. Und das sind auch Studierende von irgendwelchen medizinischen Berufen. Trotzdem sind sie bei Foxconn beschäftigt, machen genau den Job wie alle anderen auch. Sie lernen nichts von ihrem eigentlichen Job und sind halt, da es Schüler sind, auf jeden Fall unter 18, unter 16. Teilweise wurde 14-Jährige dort interviewt. Und 14-jährig ist weltweit nicht erlaubt. Samsung hat erst abgewiesen, aber letztendlich sagen die Markenhersteller, ja, okay, dieser Kontaktfertiger ist schuld. Ja? Er muss dafür sorgen, dass das nicht passiert. Also die Markenhersteller sind sozusagen damit aus der Verantwortung raus. Samsung ist eine Besonderheit. Samsung hat viel eigene Produktion. Also die haben nicht alles outgesourced. Bei weitem nicht alles. Ja, hier jetzt noch ein bisschen zur Entsorgung. Das ist in China eine sehr effiziente Entsorgung von Platinen mit Chips und Widerständen und Kondensatoren drauf. Die werden einzeln ausgelötet und dort verkauft. Durchaus einträgliches Geschäft
für die Leute. Die Platine selbst wird dann gekokelt, verbrannt, sodass zum Schluss so einzelne Kupferstücke auch noch herausgenommen werden können. Nach China wird viel aus den USA exportiert. Die Leute in den USA bekommen Geld dafür. Die Chinesen, die das organisieren, geben Geld für den Elektroschrott dort. Was wir hier haben, ist, dass auch aus Europa Schrott nach Afrika landet. Das ist hier Ghana, mitten in der Stadt praktisch, was übrig geblieben ist, was nicht mehr verwertbar ist, auch von denen. Das ist ein Bild übrigens aus einem weiteren Film, Behind the Screen, den ich empfehlen kann. Der Pfiffstand ist übrigens hier rechts, man sieht von hier aus sozusagen das Logo. Gleich hier vorne, ihr könnt dann gerne noch nach dem Vortrag kommen. Ja, das ist so ein bisschen, was ich zeigen wollte, Stand der Dinge. Ja, genau. Und um die Frage zu beantworten, eigentlich muss jeder sich die Frage beantworten, ob es unfair ist, was wir gerade gesehen haben oder nicht. Es gibt, denke ich, zwei Aspekte. In China sind einige Arbeitsplätze entstanden, weil wir so viele Computer kaufen. Keine Frage, überhaupt keine Frage. Die Leute reisen von weit her zu den Foxconn, zum Beispiel zu den Foxconn, aber auch den anderen Produktionsstätten, um dort Geld zu verdienen. Aus meiner Sicht, persönlichen Sicht, muss jeder für sich sehen, hätten die aber viel mehr Geld verdient für ihre Arbeit. Ja. So, ist das denn fairer möglich? Das hier sind eine Menge Logos von Kampagnen, Nichtregierungsorganisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen, die für faire IT arbeiten. Es ist weltweit sehr viele. Es sind welche, die vor Ort recherchieren und genau diese Berichte machen, die wir hier gerade gesehen haben. Es gibt welche, die vor allem in Europa welche, die dann die Lobbyarbeit machen, um die Situation zu verbessern und welche, die so wie wir hier zum Beispiel jetzt Informationsveranstaltungen dazu machen. So, und das ist die Folie für die Anbieter von fairer IT. Und diese Folie hat sich in der Tat ein wenig verändert, und zwar Anfang diesen Monats ist in der Tat eine Sache hinzugekommen, die stelle ich gleich noch vor. So, ansonsten gibt es kein einziges Angebot. Wir können nicht wählen. Das ist schon die erste schlechte Nachricht, die ihr wohl vermutet habt. Wir als Konsumenten haben nicht die Macht, den Besseren, also nicht offensichtliche Macht, den Besseren von dem Schlechten zu unterscheiden und von dem Besseren zu machen. Ich möchte ein bisschen erklären, warum es schwierig ist, auch wirklich eine faire IT zu machen. Apple veröffentlicht jährlich, wen sie beauftragen, ihre Geräte zu bauen. Das ist ein Teil dieser Liste. Ich habe es einfach beliebig mal ausgeschnitten. Sie sagen nur übrigens, welche Firma das ist, nicht was die Firma tut und wo die Produktionsstandorte sind, was sehr wichtig wäre für die Beurteilung, ob etwas fair ist oder nicht. Ja, also Apple sagt nur, den Leuten geben wir Geld für ihre Arbeit. Man sieht, es sind sehr viele und das ist so ein Drittel der ganzen Liste, die wir hier sehen. Das ist ein Problem. Ja? Also lass für das iPhone die Hälfte dieser Firmen sein, die dafür zuständig ist, die alle irgendwie fair agieren müssten, damit das Komplettgerät fair zu nennen wäre. Das ist also bekanntermaßen der Computer ein komplexes Gerät und hier sind auch viele Akteure beteiligt. Nächste Herausforderung. Allein eine Leiterplatte oder eine Platine hat mindestens 10 verschiedene Stoffe in sich. Also Rohstoffe. Damit allein die Platine fair zu nennen ist, müsste man für jedes einzelne dieser Rohstoffe ein Urteil bilden. Und das war jetzt nur die Leiterplatte. Also das ist die nächste Herausforderung, die im Vergleich zum fairen Kaffee halt wirklich heftig ist. Der faire Kaffee ist genau dieser Rohstoff. Das macht es sehr einfach beim Kaffee, diesen Rohstoff zu sehen. Der wird verarbeitet. Klar, es sind mehr Menschen damit beschäftigt, aber es gibt nur diesen einen Rohstoff beim Kaffee. Das ist beim Computer leider nicht der Fall. Nächste Herausforderung, das Ganze ist global.
Das wäre jetzt eigentlich animiert gewesen, aber wegen Computerwechsel bewegt sich jetzt nichts. Immerhin habe ich das Bild, das ist sehr gut. Es sind sehr viele Akteure beteiligt. In Afrika haben wir jetzt ein Schiff für die Verschrottung. Wir haben auch für die Rohstoffe. In Südamerika ist ein wichtiges Gebiet für die Rohstoffe. In Fernost wird zusammengebaut. Erst die Komponenten, die Chips, die Transistoren, was auch immer da drin ist, die Kondensatoren. Dann bei den Kontaktfertigern zusammengebaut und nach Europa geliefert. Zum Beispiel an diesem Bild. Mit anderen Worten, wir haben sehr viele Länder beteiligt, in denen die Gesetze zu beachten sind, für ein einzelnes Gerät. Und ohne Zweifel ein echtes Problem ist, wir haben kaum Möglichkeit, so eine Graswurzelbewegung zu machen. Also fairer Kaffee, Bananen, Schokolade, all das ist entstanden, weil Menschen eine Plantage besaßen und dort aktiv fair herstellen wollten. Aber niemand von uns kann einen Computer bauen. Komplett, mit Chips und allem drumherum. Geht nicht. Wir sind völlig von der Industrie abhängig. Das heißt, es müssen die Markenhersteller aktiv werden, dass sie verlangen, das Ganze fairer zu gestalten. Also meine Antwort ist, faire Computer möglich? Ja, im Prinzip ja, aber einfach wird es nicht. Und eine Lösung, das habe ich jetzt hier nicht drin. Eine Lösung ist sicherlich, es muss ja nicht das ganze Gerät fair sein, lass uns Einzelteile fair machen. Und das ist gerade die Entwicklung, die wir jetzt in diesem und vor allem auch im nächsten Jahr sehen, dass wir allmählich dazu übergehen, dass es Initiativen gibt, die auch ein Angebot schaffen, dass einzelne Teile fair hergestellt werden. Das ist immer nur ein kleiner Teil. Aber die Machbarkeit alleine ist sehr wichtig. Dazu komme ich dann gleich. So, hier sind, das habe ich Ursuppe genannt, von Aktivitäten. Also ich habe mal ein bisschen recherchiert, was wird alles gemacht in Richtung, dass die IT-Produktion fairer wird. Es gibt hier diverse Sachen, ich möchte ein paar Sachen rausstellen. Das eine ist, ein Angebot schaffen, also wir fangen einfach mal an. Sicherlich wichtiger Aspekt. Das andere ist, Siegel zu machen. Wir kennen das Fairtrade-Siegel an dem berühmten Kaffee jetzt wieder. Wir sehen an dem Siegel, genau das wollen wir haben, weil fair, das ist sehr wichtig. Wenn Einzelteile zertifiziert werden könnten, wäre das ein Riesenfortschritt. Ich zeige, was Ranking. Das ist sehr hilfreich, damit ich als Käufer auswählen kann, welcher Markenhersteller ist für mich der Beste, wenn ich ein faires Produkt haben möchte. Ein mehr oder weniger faires Produkt haben möchte. Auch da in diese Richtung wird gearbeitet. Und sehr wichtig auch Gesetzgebung. Da werde ich auch ein paar Beispiele zeigen. Ich denke, die Zeit reicht dafür. Genau. So, genau das hier möchten wir sehen. Ein iPhone CF steht für Conflict-Free. Konfliktfrei heißt, kein Militär verdient Geld mit dem Abbau von Erzen. Diese Konfliktfrei habe ich am Beispiel Kongo ganz am Anfang gezeigt. Das ist ein kleiner Aspekt des Fairen, wohlgemerkt. Ja, es geht da nicht um Geld, es geht darum, dass die Milizen und die Regierungstruppen nicht noch Geld verdienen mit dem Handel der Erze und damit die Situation der Bevölkerung vor Ort auf jeden Fall verschlechtert. Und das war hier ein Fake der Yesmen, die einmal eine Website gemacht haben, ein iPhone 4 CF, ein konfliktfreies iPhone angeboten haben, mit einer Website, die genauso aussah wie die Apple-Website und das Angebot gemacht haben, sie könnten... Und das Angebot macht man könnte bei Apple das alte iPhone gegen dieses hier eintauschen. Und in der Tat hat Apple eine Menge Mails bekommen und dann noch innerhalb von 24 Stunden diese Website auch verbieten lassen. Also die war schnell offline. Ja, und dieser Capture wurde zum Glück rechtzeitig gemacht. Das war eine Aktion, aber leider gibt es das nicht, diesen Fake. Was wir haben, ist das erste einzige mir bekannte Projekt, wo explizit
Fairness reingebaut wurde. Ich habe das, es geht um eine Maus. Sie sieht so aus, wie eine Maus halt aussieht. Also ich kann es euch zeigen, ihr könnt es auch am Pfiffstand gleich noch angucken. Hier wurde, das ist ein Laienprojekt, über mehrere Jahre recherchiert, welche Teile einer Maus kann man denn fair herstellen. Das ist als Einstiegsprojekt gedacht. Eine Maus ist sehr, sehr praktisch in mehrerlei Hinsicht für so ein Projekt. Und es wurde immerhin eine Teilfairness erzeugt. Also folgendes, ich habe es aufgeschrieben hier, die Widerstände, die Kondensatoren, die Leiterplatte und die Schalter sind in Deutschland produziert worden. So, und das wird jetzt automatisch als fair angenommen. Ja? Also ich bezweifle schon, ob überhaupt die Jobs bei Saturn zum Beispiel fair sind. Ja? Fair sind. Also. Was nicht geschafft wurde, ist, dass der Chip, und das ist in der Tat ein wichtiger Teil, die Linse, Scrollrad, Kabel, Drehgeber, die sind noch aus Fernost und die Arbeitsbedingungen sind dort nicht bekannt, also anzunehmen, dass sie so sind, wie ich es eben dokumentiert habe. Was auch in Deutschland passiert ist, die Bestückung der Leiterplatte, die Montage, Herstellung des Gehäuses und die Verpackung. Ja. So, der Gedanke war also, ich schaffe es, möglichst viele Produkte aus Deutschland zu machen, zu holen, zu einer Maus zusammenhalten. Was ich dort nicht bekomme, hole ich noch aus Fernost, aber ich versuche es immer besser zu machen. Das heißt, jetzt ist so ein Meilenstein erreicht und man kann das Gerät kaufen für 26,90 Euro plus Versand unter dieser Webadresse. So, und der Kritikpunkt allenfalls hier, also ich finde das Projekt ziemlich klasse, ich habe das so lange beobachtet, auch begleitet, ist ein Laienprojekt, mit anderen Worten wurde eine Freizeit gemacht, die gute Frau kann davon definitiv nicht leben. Das einzige Kritikpunkt, den man sagen kann, ist hier, es ist der Fair-Aspekt der Entwicklungszusammenarbeit nicht mehr vorhanden. Das heißt, niemand in China, in Vietnam, in wer weiß wo gefunden, die etwas, was man fair nennen konnte, kann herstellen für dieses Gerät. Das heißt, es wurde alles in Deutschland gemacht. Es findet sozusagen kein Transfer statt. Es wurde keine Arbeitsplätze zum Beispiel geschaffen in China, da werden dadurch geschaffen. Das ist der einzige, weswegen man hier den Begriff fair recht allgemein sehen muss. Ansonsten ist das hier aus meiner Sicht ein Riesenschritt, auch wenn es halt nur eine Computermaus ist. Finde ich auch gut. Ja, die nächsten Beine sind Scrollrad und Kabel. Selbst das Kabel gab es keinen fairen Hersteller. Also das ist überraschend. Das zweite Projekt, was ich vorstellen möchte, wo es noch nichts zu kaufen gibt, weswegen es auf meiner Anbieterfolie noch nicht drauf ist, ist das Fairphone. Das hat derzeit zum Ziel, Smartphones zu produzieren, die immerhin mit konfliktfreiem Zinn gelötet wurden. Das ist schon das Projekt, also der erste Stand des Projekts. Konfliktfrei, wir erinnern uns, Kongo, der Junge unten und die Militärs, die draußen waren, daher soll das Zinn nicht kommen. Ja, sondern von beobachteten Minen, wo eben keine Militärs Geld verdienen. So, also deren Kunst ist, und das gibt es inzwischen, es gibt zertifiziertes Zinn, da komme ich gleich noch zu, das ist auch ganz frisch, da sind sie dann aufgesprungen, die Frauen und Männer von Fairphone, die sitzen in Amsterdam, suchen jetzt einen Hersteller, der aus diesem Zinnerz, erstmal ist das ja nur ein Erz, also Zinn liegt nicht so in der Erde, das muss man noch gewinnen aus den Steinen, der das verarbeitet, dann Lötzinn rausgemacht wird und das wird in eine Produktionsstätte gegeben, wo Smartphones hergestellt werden, aber eben genau dieses Zinn eingesetzt wird. Deppel drauf und schon ist es das Fairphone, erster Schritt. Genau. So, es gibt Überlegungen, Zusammenarbeit, aber das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern mit Geeksphone. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Und Vodafone als Vertrieb. Also sie wollen das schon ein bisschen größer aufsetzen als dieses Laienprojekt mit der Maus. So. Das Ziel ist, im
nächsten Jahr voraussichtlich 10.000 Geräte herzustellen und das Gerät wird 250 bis 300 Euro kosten. Da bin ich mal neugierig, was da rauskommt. Ich bin insbesondere neugierig, ob das gekauft wird. Ja, beim Smartphone beginne ich langsam ein bisschen zu zweifeln. Die Leute wollen die Technik haben, sie wollen die neuesten Features haben. So, das könnt ihr alles unter Fairphone.com beobachten. Ich muss gerade mal nachfragen, sind es 15 Minuten noch? Ein bisschen weniger. Okay. So, Ranking. Hier ist ein berühmtes Ranking von Greenpeace. Da geht es, weil es Greenpeace ist, nicht um Fairness. Es geht hier ein bisschen um konfliktfrei, aber das führt jetzt zu weit, wenn ich das mache, sondern um Green IT-Aspekte, wie grün ist die Herstellung. Aber sowas hätte man ganz gerne. Das ist relativ aktuell. Es gibt einen super Gewinner, Wipro, die ich allerdings nicht kenne. Alle anderen sind bekannt. Apple, Samsung im Mittelfeld, Research and Motion traditionell im roten Bereich. Es gibt ein Ranking für dieses Konfliktfreiheit. Das heißt, eine Organisation, Enough, die sich auskennt damit, die jahrelang in diesem Bereich arbeitet, bewertet das Engagement der Firmen, und zwar der Markenfirmen im Bereich Konfliktfreiheit. Und dort ist glücklicherweise Intel ganz oben. Das freut uns, weil es ein Komponentenhersteller, ein Chiphersteller ist, der sozusagen der das Rohmaterial direkt verarbeitet. Ja, das heißt, Hewlett-Packard traditionellerweise auch sehr weit oben in ihrem Engagement. Und hier ist die Null bei Nintendo. Die haben überhaupt null Informationen rausgegeben für irgendwas in dem Bereich. Das gibt traditionellerweise auch immer null Punkte. Ja, wer völlig intransparent ist, ist im Ranking grundsätzlich unten. Apple, Microsoft, seht ihr, ist in der Mitte, Samsung etwas weiter unten. Ja, an sowas kann man sich orientieren. Hier ist Rank a Brand, eine Community-Plattform, wo auch ein Ranking aufgrund der Informationen, die Firmen rausbringt. Nintendo wieder unten kennen wir, in dem Fall Philips oben. Ja, das hat alles diverse Gründe in diversen Sachen. Und es gibt auch professionelle Rankings. Hier ist Fujitsu Ranking. Dieses Ranking kostet ein Nachhaltigkeitsranking. Fujitsu ist voll Mainstream im Bereich Nachhaltigkeit allgemein. Das beinhaltet allerdings auch Umweltaspekte. Im Bereich Zulieferer gibt es ein D-, die schlechteste Note überhaupt. Und zwar, weil es einen Bericht gibt über einen Zulieferer, bei dem Arbeitsrechtsverletzungen festgestellt wurden. Steht da unten. So, Siegel, hier gibt es eine Menge Siegel, kennen wir. Es gibt auch da drei Initiativen, die ich kenne. Das eine ist das ZIN, was ich schon erwähnt habe. Wir kaufen nun Rohzinn nicht im Laden, deswegen gibt es nicht so einen Siegeltransfer da drauf. Aber es werden die Zinn-Erz-Säcke mit so einem Beppel versehen und dann kann man zurückverfolgen, welchen Weg die gegangen sind. Das ist ein Riesenfortschritt. Alles andere als selbstverständlich. Über Jahre aufgebaut und hat noch einen Projektlauf von mehreren Jahren und dann wird geschaut, ob das alles auch lange tragen wird. Was wir kaufen können, wirklich kaufen können, ist faires Gold. Das gibt es. Setzt kein einzelner Komponentenhersteller ein für Elektronik. Wird für Schmuck benutzt. Und was ich gehört habe, ich wollte es sicherheitshalber einfach hinzufügen, obwohl ich leider noch nicht genug darüber weiß, ist, dass das durchaus bekannte TCO-Label, das ihr öfter auf Monitoren seht und eigentlich ein Standard ist für Ergonomie, dass die auch Sozialkriterien hinzufügen wollten. Das muss ich mir noch genauer angucken. Ganz glauben tue ich das nicht, weil das Ranking von allen, von ziemlich vielen nach unten gehen müsste. Aber das muss ich noch recherchieren. Das sind die einzigen Sachen, die ich kenne im Bereich Ziele, ein Siegel zu machen. So, ja, zu den Gesetzen. Die Gesetze machen wir mal ganz schnell. Es gibt in den USA ein Gesetz, das sagt, jede Firma, die im Kongo kauft, muss das veröffentlichen, dass sie das tut. Ganz plump gesagt. Allein diese Tatsache hat viele Firmen davon abgehalten, im Kongo zu kaufen. Das Gesetz hat also in der Tat
erstmal deutlich weniger Absatz im Kongo gesucht, verursacht und gleichzeitig mehr Schmuggel, illegal Schmuggel über Ruanda. Aber dieses konfliktfreie Zinn mit der Zertifizierung, was ich da vorgezeigt habe, ist letztendlich auch nur wegen dieses Gesetzes entstanden. Das heißt, die Leute wollen schon das Zeug aus dem Kongo haben. Die Arbeitskraft im Kongo ist so super günstig, dass das schon eine feine Sache ist. Und jetzt versuchen sie eben konfliktfreies Zinn daher zu bekommen. Konfliktfrei, wie gesagt, nur ein kleiner Aspekt des ganzen Fairen. Ja, das sind die Gesetze dort. Ich gehe hier einfach mal schnell drüber, da es schon ein bisschen weit ist. Was wichtig ist, auch an Gesetzen, ist in Deutschland die Richtlinie für Elektroaltgeräte, nicht in Deutschland, in der EU, umgesetzt auch in Deutschland, sodass wir den Aspekt des Exports, den ich auch in Bildern gezeigt hatte, von Schrott in Entwicklungsländern per Gesetz nicht mehr möglich ist, illegal wird es trotzdem gemacht. Also hier in Hamburg sind eine Menge Container mit Elektroschrott, die offiziell deklariert sind als funktionierende Geräte, aber eigentlich Schrott sind, werden nach zum Beispiel Ghana verschifft. Das Problem bei diesem Gesetz ist die Kontrolle. Die kostet Unmengen Geld, wird nicht gemacht, weswegen einfach viele Altgeräte dann doch nach Afrika kommen. Ja, was kann jeder tun? Meine Tipps: Bleibt informiert und sagt weiter, was Sache ist, was es gibt. Oft hört man den Tipp, sagt den Händlern und den Herstellern, was ihr haben wollt und fragt, wie fair ist denn das Gerät, was ich gekauft habe? Ich bin Kunde bei euch, ich möchte Informationen von euch haben. Ich habe das einmal versucht bei Samsung und wir haben natürlich keine Antwort bekommen. Aber ja, vielleicht bewegt mein Brief als einer von 1000 Briefen, die wir vielleicht bekommen haben, dann doch ein wenig. Und auch kauft bitte, wenn es ein faires Angebot vorhanden ist. Zumindest die Maus, glaube ich, ist es wert, die wir hier vorgestellt haben. Okay, schönen Dank. Vielen Dank, Sebastian. Wir haben Zeit für Fragen. Wir haben sogar relativ großzügig Zeit. Deswegen, wer jetzt schon gehen will, bitte tut es leise und quatscht nicht, bis ihr zur Tür raus seid. Da ist gleich meine erste Frage. Ist weniger eine Frage, eher eine Anmerkung. Ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, kauft fair. Aber das Einzige, was ihr verkaufen könnt, ist vielleicht halb verkaufen könnt, ist eine Maus. Ich glaube, die meisten Leute, die da drin sitzen, würden gerne verkaufen. Aber es gibt schlicht und einfach nichts. Also jedenfalls nichts wirklich Faires, weil spätestens bei den Leiterkarten sitzen wir sowieso wieder bei Huawei. Mit allem. Also gibt es überhaupt eine Chance irgendwo, außer freundlichen Briefen? Also, scharf formuliert. Du hast völlig recht, den Tipp habe ich für die Zukunft gegeben. Ja? Also wir werden langsam Entwicklung bekommen in die Richtung. Das heißt, diesen Merksatz gilt für die Zukunft und irgendwann haben wir die Wahl. Ne? So wie wir bei Bio-Erzeugnissen oder fairen Kaffee die Wahl hatten, werden wir es in, was weiß ich, wie viel zig Jahren, zumindest in gewissen graduellen Anteilen bei Elektronikprodukten auch haben, denke ich. Wo ist denn mein Signal, Engel? Hast du was? Gut. Machen wir da weiter. Aber was ich mal fragen wollte, soll ich nicht falsch verstanden werden, aber wie viel teurer sind dann auf dem Markt die fairen Produkte, das faire Gold oder faire Zinn? Also ist ja auch ein Anreiz, auch für die Hersteller, klar, wie gut es sich dann verkauft. Ja, also selbstverständlich, faire Produkte sind teurer. Überhaupt keine Frage. Ich kann jetzt hier kein Beispiel geben, weil es einfach noch kein Produkt gibt. Die Maus ist jetzt schon ein bisschen teurer als die 5-Euro-Maus vom Mediamarkt, überhaupt keine Frage. Ja, das ist dann eine Abwägung. Also es wird teurer, das kann ich dir versichern. Aber jetzt so das faire Zinn oder faire Gold, wie viel das teurer ist das? Muss ich passen, tut mir leid. Okay. Weiß ich nicht. Gut, dann bei dem Mikrofon. Ja, danke für den Vortrag. Ich fand das Thema sehr interessant und die Initiative auch. Ich sehe aber die große Gefahr, dass durch dieses Label conflict-free oder sogar fair möglicherweise, also wenn wir jetzt mal von Metallen sprechen, Produkte sogar eine extra Kaufempfehlung bekommen, wo die Metalle recycelt, also ein Label irgendwie recycelt kriegen, daher conflict-free sind, die dann aber tatsächlich doch von Menschen jeden Alters
einfach auf brennenden Müll halten, quasi recycelt werden unter krassesten Gesundheitsbedingungen. Also ist da nicht eine ganz große Gefahr, dass über dieses Label Conflict-Free tatsächlich noch schlechte Entwicklungen befördert, unterstützt werden? Und wie kann man das umgehen? Also den Punkt habe ich jetzt nur leider noch halb verstanden. Also Conflict-Free sagt, da geht es nur um die Gewinnung von, in dem Fall Zinn, wirklich aus dem Berg heraus. Ja, das wird zertifiziert, was danach passiert, hauptsache man weiß, in welches Produkt es landet und es gibt da ein Label dann drauf. Ne? Und deine Befürchtung war jetzt welche? Ja, dass aus schon bestehender Elektronik, ja, die als Schrott in die dritte Welt geliefert, ja, wird, ob es erlaubt ist oder nicht, dann, ja, eben über Umwege, okay, dann als recycelt und dementsprechend conflict-free, ja, oder sogar umweltfreundlich, okay, verkauft, ja, werden, ja, und damit sogar ein Anreiz geschaffen wird, dass dieses ja, gesundheitsgefährdende Recycling in Anführungszeichen beibehalten wird oder sogar ausgebaut wird. Ja. Also solche recycelten Materialien will man nicht als konfliktfrei labeln. Das ist nicht der Gedanke. Konfliktfrei ist wirklich die Neugewinnung von Rohstoffen. Aber der Aspekt des Recyclings ist natürlich wichtig. Man kann Zinn recyceln, überhaupt keine Frage. Ja, das wird in China gemacht, wir haben es gesehen. Man kann es unfair machen, man kann es auch fair machen. Das müsste man entsprechend auch labeln. Dann, ne? Ja. Gut, es gibt eine Frage aus dem Internet. Gibt es denn Non-Profit-Organisationen auch hierzulande, die sich mit dem Thema befassen und bei denen man sich am besten engagieren kann, wenn man irgendwas bewegen will? Ja, ich hole mir mal die Folie. Jetzt muss ich hier, da ich nicht meine Umgebung habe. Also engagieren kann man sich, entschuldigt, bei uns natürlich, hier beim FIF. FIF macht im Wesentlichen Informationsveranstaltungen wie diese hier, Artikel veröffentlicht etc. Sachen, die andere herausgefunden haben. Wir haben hier Germanwatch, klingt schon sehr deutsch, die gehen zu den Unternehmen und verlangen von dort, von denen Zusagen, dass sie auf Sozialkriterien achten oder gehen zu den Regierungen und sagen, schafft doch Gesetze, die Unternehmen verpflichten, etwas zu tun. Germanwatch in so einem Fall, wir haben hier drauf ans sonstige Deutsche noch Reed, genau, die arbeiten mit vielen anderen europäischen Organisationen zusammen und finanzieren Recherchen, also unter anderem machen sie das, finanzieren Recherchen, die vor Ort gemacht werden. Also man kann bei Germanwatch, Reed und FIF sicherlich aktiv werden in dieser Sache. Make IT Fair ist eine europäische Geschichte, es passiert europäisch auch recht viel. Aber das sind so die drei Anlaufstellen, die ich so sehe. Ja. Okay, das mittlere Mikrofon. Ja, so eigentlich zwei Sachen. Also auch vielen Dank erstmal an deinen Vortrag, sehr gut, wirklich. Gibt es, beziehungsweise werden diese Unternehmen oder steht es sozusagen irgendwie in der Zukunft fest, dass diese Unternehmen, die versuchen, faire Produkte herzustellen, irgendwie staatliche Unterstützung bekommen? Weil wie du ja schon vorhin sagtest, die Produkte werden teuer und das sieht man ja auch schon an dieser Maus, obwohl nur relativ kleine Teile in dieser Maus in Deutschland produziert wurden, ist diese natürlich schon erheblich teurer als eine normale Maus mit wahrscheinlich gleicher Qualität. Und ja, dass dann sozusagen für den Käufer sozusagen nicht einfach diese Hürde da ist, ja, ich bezahle jetzt einfach, ich sage jetzt mal, wenn diese Maus komplett fair wäre, 55 Euro für eine Maus oder eben eine für unfaire produzierte Mäuse, 5 Euro, dass dann wahrscheinlich, ja, sozusagen diese Hürde genommen werden könnte. Eine andere Sache ist, ja, du sagtest ja auch, ja, wir sollten alle fair kaufen, aber die Entwicklung läuft ja gerade ganz woanders hin, also sogar extrem woanders hin. Zum Beispiel Laptops haben keine austauschbaren Akkus mehr oder immer weniger austauschbare Akkus. Dass man vielleicht schon darauf achtet, dass man nicht solche Produkte kauft, bei denen man sozusagen keine Gerätehoheit mehr hat, also keinen Akku mehr austauschen kann, keine Teile mehr austauschen kann, sondern dann komplette Produkte entsorgen müsste, was natürlich dann auch Umweltschutz, also nicht gerade förderlich ist. Ja. Also in der Tat, für diesen Vortrag habe ich mir jetzt einfach gemacht, die Umweltaspekte rausgenommen, aber Fairphone zum Beispiel, dieses zweite Projekt, was nächstes Jahr hoffentlich losrockt, hatte auch den Gedanken, den Aspekt, ein sehr modulares System zu haben, sodass man nachträglich noch was austauschen kann, eben diese
Batterien zum Beispiel, das, was ja in vielen Geräten noch möglich ist, und so eher komponentenorientierter gedacht ist. In diese Richtung, das ist sicherlich also ein guter Aspekt, stimme ich zu. Ja. Okay, das Mikrofon da hinten. Ich interessiere mich für die Entsorgung. Also es gibt ja diese Richtlinien, aber nach dem, was ich da bisher mitbekommen habe, ist die einzige Frage, ob man es jetzt richtig entsorgt oder nicht, ja. Wie viele Zwischenhändler zwischendrin sind, bis es im Endeffekt irgendwo in Nigeria im Fluss landet. Also es landet bei weitem nicht alles dort. Ja, die übliche Entsorgung, wenn man es so zum Wertstoffhof bringt, sein Altgerät, ist wirklich, in Europa wird ein Recyclingunternehmen beauftragt, die schreddern das und nach irgendwelchen physikalisch-chemischen Aspekten holen sie da all die Rohstoffe wieder raus. Ja, aber wer sein Gerät, was weiß ich, dem Menschen vor dieser Wertstoffhof verkauft für einen Euro, ja, der kann davon ausgehen, dass das Gerät bestimmt illegal exportiert wird. Insofern, also sind da so die Trends. Deswegen hat auch jeder von uns auch da etwas zu tun. Ne? Verkauft euren Schrott nicht an zweifelhafte Leute. Ja? Die werden das illegal exportieren. Wir haben wieder eine Frage aus dem Internet. Hersteller bewegt man ja am ehesten über Nachfrage. Ich soll dich fragen, ob du schon konkrete Ideen hast, wie man eine Nachfrage kommunizieren kann, um die Hersteller zu motivieren. Ja. Also der übliche Gedanke ist wirklich, warum nicht im wahrsten Sinne des Wortes fragen. Ja? Ich denke, gerade auch Artikel in Zeitungen, euer Interesse beim Lesen von Artikeln wegen mir auf Heise und dort im Forum aktiv werden, hier im Vortrag sitzen etc. Also das ist schon eine Nachfrage, auf die Markenhersteller achten. Also wenn etwas passiert, ist in der Tat, eine Nachfrage wird bedient. Ja, so funktioniert unser System. Ne? Und ja, laut rufen, auf welche Kanäle auch immer, ich warte drauf oder ich würde kaufen, wenn es nur gäbe. Ja, da gibt es sicherlich reichlich Kanäle. Ja, kann sich jeder überlegen. Okay, nochmal das mittlere Telefon, Mikrofon. Ja, hallo, mein Name ist Heike. Ich bin vom Verein Medien und Technik für Kinder und Jugendliche e.V. Ich bedanke mich für diesen absolut genialen Vortrag. Danke. Ich bin seit einem Jahr auf der Suche nach solch einem Vortrag für Kinder, weil in unserem Projekt, was wir haben, PBRE-PC, geben wir gebrauchte PCs mit Linux Edubuntu bespielt an minderbemittelte Kinder und Jugendliche weiter, nach einer medientechnischen Schulung. Mhm. Und es hat noch keiner da an diesen Aspekt gedacht. Also ich bin jetzt endlich auf der Suche. Also ich bin jetzt endlich fündig geworden, nach einem Jahr. Ja, sehr schön. Und meine Meinung ist, du hast bei den Vorschlägen vergessen, dass man vielleicht die PCs erstmal länger nutzen sollte. Weil wenn ich zum Beispiel sehe, was wir kriegen, das ist kein Schrott, das ist einwandfrei und es wird nur dafür weggeschmissen, weil es nicht auf dem neuesten Spiel mehr läuft. Oder wenn ich zum Beispiel sehe, dass Dell, wenn der neue PC ausgeliefert wird, eine Tastatur und eine Maus mitgibt, obwohl man die gar nicht gebrauchen kann. Dann werde ich wahnsinnig. Also das ist schlimm für mich. Ja, also. Also dieser Begriff, geplante Obsoleszenz. Weil die Schlange im Netz auch ziemlich lang ist, nehme ich nochmal den Netz. Du meintest, das seien vier Fragen? Gibt es denn schon Ansätze für Qualitätssiegel und Zertifizierungen wie bei Bio-Lebensmitteln? So allgemein nicht. Da sind wir weit, weit, weit von entfernt. Wie gesagt, einzelne Stoffe habe ich. Ich habe alle, die ich kenne, aufgeführt hier. Okay, dann. Das mit diesen Zertifikaten war im Grunde auch meine Frage. Ich kenne aus der Fischereiwirtschaft dieses MSC-Siegel, was, wie ich finde, sehr gut funktioniert, die im Grunde die ganze Produktkette untersuchen und zertifizieren. Und ich würde mir wünschen, dass man ja so etwas nachfragt und sagt, wir wollen so ein Label haben, ob man das nun über WWF oder Greenpeace oder wer immer sich da berufen fühlt, oder der CCC, dass man einfach so ein Siegel entwickelt, was dann so ein Hersteller benutzen kann. Also das würde ich mir wünschen, dass es so etwas geben würde. Ja, das ist der häufigste Wunsch, in der Tat. Hätte ich auch gerne. Wie kann ich das unterstützen? Wie kann ich das machen? Sobald, ja, also vielleicht finanziell, weiß ich nicht, entsprechende Organisationen etwas spenden. Wenn du
persönlich aktiv werden möchtest, weiß ich gerade nicht, wo du hingehen solltest, muss ich zugeben. Das läuft alles auf Herstellerebene derzeit. Die Hersteller selbst versuchen etwas so zu machen, weil sie da die Nachfrage hören, aber ich nehme an, dass du dort keine Aktien drin hast. Vielleicht Aktien, aber keine, deine Hände nicht im Spiel hast. Da fehlt mir in der Tat auch, wo man hinlaufen kann, muss ich zugeben. Ja. Ich glaube, das wäre aber ein super Ansatz. Ja. Volle Zustimmung. Okay, nochmal eine Frage aus dem Netz. So, jetzt mal eine Frage zum Recycling, das ja auch oft unter unmöglichen Bedingungen stattfindet. Nämlich, gibt es denn schon Ansätze, die Materialien, die seltenen Erden und so aus den Platinen maschinell zurückzugewinnen? Ja, wie gesagt, die professionellen Recyclingunternehmen holen eine Menge aus so einem Elektroschrott heraus. Ja, die schreddern das und wie gesagt, nach diversen Methoden werden Sachen extrahiert. Perfekt kann man Kupfer wiedergewinnen. Ja, zu recht guten Prozentteil Gold. Es bleibt gar nicht so viel übrig. Da gibt es einiges. Ein kleines Missverständnis übrigens, seltene Erden sind gar nicht so häufig in Computern. Die werden dafür eher selten gebraucht. Also Coltan zum Beispiel, was ist keine seltene Erde oder Zinn schon gar nicht. Und so. Okay. Du hast ja vorhin darauf hingewiesen, man könnte ja auch mal einfach an die Hersteller appellieren, so, mach das doch mal ein bisschen ethischer und so. Ein Trick, den ich weiß nicht mehr woher gehört habe, der aber auch manchmal verwendet wird, um ein bisschen Gehör zu finden, ist Aktien einzukaufen bei den entsprechenden Unternehmen und dann auf der Aktionärsversammlung aufzutauchen, ja. Wo dann halt hingehört werden muss, man kriegt gleich ein Feedback, man zwingt sie dazu, eine Aussage zu treffen, kann man vielleicht auch öffentlichkeitsmäßig noch ein bisschen weiterverarbeiten dann. Danke für den Gedanken. Ich habe das versucht, kann ich kurz berichten. Ich habe mich beschränkt auf deutsche Hersteller und da gibt es leider gar nichts mehr. Also was wir haben ist, also Siemens ist inzwischen komplett in Fujitsu aufgegangen. Das ist dann japanisch jetzt geworden. Ich fahre nicht zur Hauptversammlung nach Japan. Es gibt Medion, ist gerade im Aufkaufprozess Lenovo. Lenovo möchte meine Aktie haben. Ich wehre mich noch, aber ich weiß nicht, irgendwann werde ich wahrscheinlich wird das alles so genommen. Ich weiß nicht, wie das abläuft. Aber ich hatte eine Einladung zu einer Medion-Hauptversammlung. Bin dort nun nicht hingegangen. Ich bin berufstätig und hatte das natürlich mitten in der Woche in Medion, ist glaube ich Bochum. In Bochum, ich habe niemanden gefunden, der dorthin geht. Und dann müssten wir in der Tat noch die Frechheit besitzen, wirklich dort auch das Thema drauf zu machen, das muss dann auch irgendwie wirtschaftlich relevant sein. Ja, man muss also sagen, etwas, was auf die Bilanz Einfluss hat, also eine Frage, ne, die irgendwie auf die Bilanz und die Rechnung dort eingeht. Das kann man machen. Es gibt einen Verein der kritischen Aktionäre, die sowas machen, sehr recht bekannt bei Bayer, genau. Koalition für Bayer, die haben sowas gemacht. Ich habe, wie gesagt, Medienaktie, also wenn jemand Interesse hat. Ich schicke das über einen internen Mailverteiler, wer da drauf möchte, also ein Pfiff-Mailverteiler, kann sich auch beim Pfiffstand eintragen lassen. Dort würde ich dann rüberschicken. Übrigens, ich habe wieder eine Einladung zur Hauptversammlung, Medion, wer möchte hin? Aber wie gesagt, Medion ist bald komplett chinesisch. Ja, und dann gibt es irgendwie keine deutschen Hersteller mehr. Ich habe mich bislang auf Deutschland beschränkt. Ja, das wird sich halt anbieten, das koordiniert im Rahmen einer Organisation. Ich höre dich gerade nicht. Ja. Es würde sich halt anbieten, das koordiniert im Rahmen einer Organisation zu machen, ja, von genau. Daher. Mhm. Ja. So, ich ziehe jetzt einfach mal dich vor, das ist dieses Mikrofon da, weil es irgendwie direkt eine Antwort war. Also Entschuldigung, dass ich vorhin zwischengefallen bin. Ein ganz wichtiger Aspekt ist geplante Obsoleszenz. Das heißt, ein Produkt wird von Ingenieuren so konstruiert, dass es nach einer bestimmten Lebenszeit einfach kaputt gehen muss, nicht reparabel ist und ein neues Produkt gekauft werden muss. Das ist das, was von unseren Politikern als Wirtschaftswachstum deklariert wird. Also, ja. Und ich meine, 26 Euro für so eine simple Maus, das ist eine Maus, die kostet normal irgendwo 5 Euro. Uns muss bewusst sein, wenn wir was wirklich ändern wollen, dann kostet ein iPhone 3.000 Euro. Das muss uns bewusst sein. Also wir als Gesellschaft müssen uns ändern. Einfach in
der Art und Weise, wie wir konsumieren, wie wir Produkte designen. Und als Ingenieure, hier sind die meisten Leute irgendwo Ingenieure, müssen wir uns weigern, unsere Firma ein Produkt zu bauen, zu konstruieren, was kaputt geht. Ein Produkt muss so lange wie möglich leben. Dass Energie und... Da ist Energie und sind Ressourcen reingeflossen, die teilweise nicht wieder rausgeholt werden können. Und das ist schlecht. So, mit einem Blick auf die Uhr noch mal eine Frage aus dem Netz. Ach so, wir haben gar keine mehr. Umso besser. Dann ihr. Ja, nochmal zu dem Thema Secondhand und so weiter. Also ich finde es extrem wichtig, halt einfach Secondhand-Produkte zu kaufen, weil dieser Wahnsinn mit diesen, was weiß ich was, alle zwei Jahre ein neues iPhone und was weiß ich, das ist absolut nicht nötig. Es gibt eigentlich kaum noch wirklich großartige Veränderungen in der Technik. Die letzten paar Jahre vielleicht schon, aber mittlerweile ist es halt doch eher ein Stillstand geworden. Und dementsprechend ist es halt wichtig, auch Produkte zu kaufen, die... wo man darauf achtet, dass sie wirklich etwas haltbarer sind und dass man halt auch viele Ersatzteile, Einzelteile bekommt. In meinem Freundeskreis ist es zum Beispiel so, dass mehr Leute sich halt zum Beispiel ein ThinkPad X60 gekauft haben. Klar, ein antikes Modell, aber wir können halt einfach, wenn etwas kaputt ist, Ersatzteile schnell kaufen. Während ein Aldi-Computer, da hat man halt das Problem, du kriegst nichts mehr. Ja. Und zur Entsorgung noch ganz wichtig, also wenn man wirklich dafür sorgen will, dass der ganze Schrott nicht in Ghana landet, zusehen, wenn das Gerät wirklich defekt ist und nicht mehr nutzbar ist, dieses so zerlegen, dass es halt einfach nicht mehr brauchbar aussieht. Es reicht halt einfach die Hülle irgendwie abmachen und so weiter. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Ja. Ich möchte da noch darauf eingehen, es haben so viele Leute dann danach gefragt, wie sie sich engagieren können. Ich habe einen Klimaschutzverein, ich habe auch Silent Climate Parade e.V. Wir sind in Berlin unterwegs und wer was für Klimaschutz, und es fängt ja überall an, auch bei Elektronik, und deswegen freue ich mich übrigens auch, dass dieser Vortrag endlich mal, dass es mal so gezeigt wird, was es eigentlich gerade mal so gibt. Ich habe die Mäuse übrigens auch gesehen live und habe echt überlegt, aber war dann bei dem Preis für eine Maus, ist mir schwindelig geworden und habe ja, leider ist es noch so, die Dinger müssen halt billiger werden, wir müssen unterstützen, mehr Werbung dafür machen und vielleicht auch dafür auf die Straße gehen. Ja, wer wissen will, was die Silent Climate Parade ist, ich habe ein paar Flyer, kann zu mir kommen, ich bin hier vorne noch, steh rum. Ich glaube, er war vorher... Ich wollte noch mal was sagen zum Preis. Er hat jetzt gesagt, dann würde ein iPhone so 3.000 Euro kosten. Also wir haben ja hier gesehen, die Löhne für die Produktion bei einem iPhone, die haben gerade $8 ausgemacht. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen die Löhne, was weiß ich, verdreifachen, dann müsste jeder für sein iPhone, was 800 Euro kostet, $16 mehr bezahlen. Also ich glaube, das ist dann etwas, was wir uns alle dann noch leisten könnten. Okay, ich drücke noch eine letzte Frage rein, obwohl es eigentlich schon zu spät ist. Ach so, da hinten. Dich habe ich ganz übersehen. Hallo. Was haltet ihr von der Idee, bei eurem Siegel ein Rating einzubauen? Also so eine Art Punktesystem oder so, dass man vergleichen kann, wie fair ist das? Das wäre vielleicht für die Hersteller einfacher, dann mit einem niedrigen Punktewert dort einzusteigen und sich zu verbessern. Ja. Also wie gesagt, ich habe ein paar Rankings vorgestellt, das ist ja der Gedanke, ne? Dass man von denen die besseren nimmt. Ne? Ob das im Siegel drin ist? Gut. Also ja, ich war in einem anderen Vortrag drin, wo es viele unterschiedliche Label gibt und das wird dann wieder sehr verwirrend, und um so ein einfaches System zu haben. Ja. So, jetzt traue ich mich nicht mehr weiter zu überziehen. Nochmal vielen Dank, Sebastian, war ein toller Vortrag. Danke.